Sport, naja, ich bin ja schließlich Sketcher. Mhm. Meine Damen und Herren, heute sage ich Licht aus, Sport ran. Tja, verehrtes Publikum, Sie kennen mich noch nicht als Sportsmann. Sie hätten mich neulich beim Fußball sehen sollen, allerdings zu erkennen war nachher an mir nicht viel. Ich hatte einen Knochenbruch, ein blaues Auge und humpelte. Naja, es war ein Freundschaftsspiel. Und Sie ahnen ja nicht, meine Damen und Herren, womit ich Sie jetzt lock. Sie erleben die Sternstunde der Turnerei. Heinz Schenk am blauen Bock. Tag Heinz. Tag Ilja, halt, Moment, wie begrüßt du immer deine Gemeinde? Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo, Freunde! Dann reckst du dich und streckst du dich und zeigst voll Überzeugung, dass du ein echter Sporttyp bist. Wieso? Naja, bei der Verbeugung. Ich muss schon sagen, prima, wie der Heinz mich parodiert. Doch auch ich hab dich studiert. Pass auf, also begrüße ich den Herrn Bürgermeister hier im blauen Bock. Sagte ich neulich zu einem Herrn, doch da kriegte ich einen Schock. Ich wollte ihm was Nettes sagen und flüsterte ihm ins Ohr. Bedauerlich, ihr Stimmverlust, da war das der Tenor. Also ich muss schon sagen, lieber Freund, du machst mir alle Ehre. Du könntest bei mir Kellner werden. Ich nehm dich in die Lehre, aber ich hoff, du achtest auf Hygiene, sonst geb es schnell Beschwerden. Na, du weißt doch wohl, was Hygiene ist. Na klar, das ist doch das, wozu bei Schiller die Weiber werden. Sag, habe ich dir schon erzählt, ich bin jetzt auch im Reitverein. Und den lud ich mir neulich zu einer netten Party ein. Und Heinz, alles was Beine hatte, kam. Das finde ich fein, aber wie bekamst du denn die vielen Pferde in deine Wohnung rein? Heinz, schenk mir doch zum Abschied noch ein Bembel. Noch ein Bembel? Das wär in der Disco neu. Dann möchte ich aber auch was zum Exempel. Gerne, Heinz. Etwas ganz Besonderes. Eine Flasche Äpfelwoi. Was für bombastische Geschenke ich dem Ilja doch entlock. Dankeschön, Herr Disco. Dankeschön, Herr Bock. Lassen wir eine große Sportskanone zu Wort kommen. Heinz Rühmann. Also das Schöne ist ja, er redet nie Quatsch, der Bruchpilot. Naja, was ich jetzt sage, ich war toll, toll. Früher kam ich meinen Damen nie an, aber heute kann ich mich als Nummer 1 Rühmann. Und warum wohl eigentlich? Na, seit ich mich fliege, fliegen sie auf mich. Ja, jede Frau kann ich bezwingen. Wenn ich sag, für sie kann ich aus dem Flugzeug springen. Natürlich verrate ich ihr nicht, sondern nur ihnen, dass ich auch Fallschirmspringer bin. Jawohl, meine Herren. Ich kann ihnen ja so einen Absprung mal kurz erklären. Also, sie sind gesprungen und ziehen in dem Verlauf an ihrem Fallschirm. Aber die Sache geht nicht auf. In diesem Falle leihen sie mir ihr Ohr. Haben sie noch einen zweiten, nicht wahr? Und dass der nicht aufgeht, nur das kommt nur alle 2 Millionen Male vor. Und sollten Sie der 2. Millionste sein, mein Sing, es wäre toll, toll. Sie fliegen einem Jubiläum entgegen. Im Übrigen, nicht wahr, nehmen Sie die ganze Sache nicht so krumm. Nur weil Ihr Fallschirm kaputt ist, Lappalie, die Lieferfirma tauschen da um. Wie geht's, Herr Intendant? Einen Augenblick. Ich schrieb ein herrliches Theaterstück. Voller Dramatik, Liebe, Leid und Anstand. Es heißt ganz krass, die Playboys proben den Handstand. Es spielt in der Welt des Sports. Nehmen wir mal Seite 4. Zwei Sportsfreunde sitzen gemütlich beim Bier. Man zitiert manchen Trinkspruch nach altem Brauch. Plötzlich tritt einer dem anderen in den Bauch. Der Betroffene nicht faul, wirft sportlich locker an den Kopf des Kameraden ein Glas Bier und ein Hocker. Nun ist Ruhe, denkt man, doch das hat nur den Anschein, denn der wiederum schlägt mit der Weinflasche zu. Nicht so schlimm, nur ein leichter Landwein. Es gibt noch einige Beulen, man ist zu allem bereit. Und was soll ich Ihnen sagen? Plötzlich haben die Streit.
Na, am besten Sie überzeugen sich selbst von meiner künstlerischen Gabe. Nur eine Bitte, bringen Sie mein Stück nicht schon nächsten Mittwoch heraus, weil ich da Kegelabend habe. Und mein nächster Sketch wird ein ganz großer Otto. Walkes, wir schalten um zur Otto-Show. Guten Abend, liebe Freunde. Ich möchte Ihnen gleich zu Beginn ein paar neue Nummern vortragen. Hier sind sie, die Otto-Zahlen. Und nur auf vielfachen Wunsch einer einfachen Dame, ein Liebeslied. Was macht denn der Otto auf der Ottomane? Nein, ein Ottomane ist keine Schweinerei, bitteschön. Das heißt nur Sofa. Das nächste Lied habe ich auch selbst geschrieben. Für Carlo Ponti. Es heißt, was machst du denn da auf dem Sofa, Loreen? Wach doch auf, Menschenskind, du hast deine Schlaftabletten noch nicht genommen. Und nun die Colors. Faszinierend, nicht? Danke. Danke. Darauf bin ich vorbereitet. Bitte kein Personenkult. Und jetzt was Klassisches. Romeo und Julia. Meine Version. Er ist schon 2 Jahre weg und sie kriegt gestern einen Sohn. Nun sagen sie nicht, es gibt Wunder noch. Sie müssen bedenken, sie schrieben sich doch. Paradox, nicht? Wissen Sie, was noch paradox ist? Wenn eine Strumpffirma ihren Kunden zu Silvester einen guten Rutsch wünscht. Und nur ein Konzert? Man kann es auf dem Klavier spielen? Oder auf der Gitarre? Oder auch gar nicht? Meine Freunde rieten, du solltest es nicht spielen. Und wenn überhaupt, nur vor einer Beethoven-Büste, denn der war ja taub. An dieser Stelle wollte ich eigentlich für die Kinder was singen und ihnen so eine nette Tiergeschichte bringen. Darin geht's um einen Kater, der seine Mausi betrog. Mit dem vielsagenden Titel, warum Ottos Kater log. Doch dafür ist keine Zeit mehr, das sehen Sie wo ein. Aber ich bring's in meiner nächsten Otto-Show, schauen Sie mal rein. Warum ich das sag? Na, so ist die Werbung doch, Bilja. Obwohl's der Richter mir verbot, tja, da hat er Schiss. Euer Ilja. Danke. Danke schön. Danke.